Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier im Saal. Und diese Veranstaltung wird auch live gestreamt. Also die, die uns virtuell zugeschaltet sind, auch ein herzliches Willkommen zum Mobility Startup Pitch NRW, der jetzt zum dritten Mal in Serie geht und damit eine Tradition oder Institution geworden ist. Der Mobility Startup Pitch wird getragen vom Ministerium für Verkehr des Landes NRW, von der VDV-Landesgruppe und in diesem Jahr mit freundlicher Unterstützung auch der Duisburger Verkehrsgesellschaft. Und vor diesem Hintergrund darf ich gerne für eröffnende Worte an die DVG, an Herrn Wittig, den Geschäftsführer der DVG, übergeben. The floor is yours. Liebe Vertreterinnen und Vertreter der Start-ups, liebe Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsbranche, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen der Duisburger Verkehrsgesellschaft zur heutigen Veranstaltung. Wir freuen uns, diese heute auch mit ausrichten zu dürfen und Gastgeber einer solchen innovativen und wichtigen Veranstaltung zu sein. Üblicherweise findet der Start-up-Pitch in der Stadt des Gastgebers statt. Aus organisatorischen Gründen haben wir uns aber dieses Jahr dazu entschieden, den hier in Düsseldorf stattfinden zu lassen und Sie hierhin einzuladen. Für uns ist es selbstverständlich, die Veranstaltung zu unterstützen, denn sie wird mit Sicherheit einen Mehrwert, so ist unsere Hoffnung heute Abend, wieder für die Mobilitätsbranche leisten und schaffen und uns helfen, das ein oder andere anders zu sehen oder besser zu sehen. Es muss Orte geben, an denen Verkehrsunternehmen und Startups zusammenkommen, sich austauschen und gemeinsam Ideen entwickeln. Die Zusammenarbeit mit Startups gewinnt zunehmend an Bedeutung. Wir brauchen neue und innovative Lösungen. Wir als DVG haben vor ungefähr 4 Jahren das erste Mal mit einem Startup zusammengearbeitet. Sie haben es aus der Presse erfahren. Wir sind damals mit unserem ersten MyBus an den Start gegangen, haben dieses Projekt mit Door-to-Door entwickelt, nachdem wir mit den Führungskräften einen Ausflug nach Berlin gemacht haben, wo sich neben kleineren anderen Orten die Startup-Branche so tummelte. Und wir sind da rausgefahren und zwei unserer Prokuristen und der Verkehrsvorstand, damals noch mit Klaus-Peter Barnelenus, waren uns einig, dass das ein System sein könnte, um ergänzende Mobilität zumindest in Duisburg bei klammen Kassen anzubieten. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Wir haben viele Ideen als Verkehrsunternehmen, können sie aber nicht immer umsetzen, weil irgendjemand den Geldbeutel nicht ausreichend öffnet. Und dann sucht man natürlich Hilfsmittel und Wege, wie man dann die Mobilität ein Stück weit erweitern kann. Jetzt stehen wir in den letzten 2 Jahren vor dem Wert der Mobilitätswende. Dort sind wir ein wesentlicher Player, ein wesentlicher Teil, um diese zu gestalten und zu unterstützen. Neben dem ÖPNV, SPNV gehört der Individualverkehr dazu. Die Kundinnen und Kunden, die unsere Branche ertüchtigen, indem sie sie nutzen, müssen zunehmen, wir brauchen mehr Kunden, wir haben gerade die Schwierigkeiten in der Pandemie, natürlich auch die Leute dazu zu bekommen, den ÖPNV ausreichend zu nutzen. Wenn ich meine Kollegen hier angucke, wir wissen alle, wie der Kundenrückgang war, wie schwer es ist, diese wieder zu gewinnen. Da kann man Kampagnen noch und nöcher machen, es ist aber nicht ganz einfach. Welche Erfahrungen haben wir denn aus unserem Start-up-Kooperation mit Door-to-Door gemacht? Wesentliche Erkenntnis ist, man muss es wollen. Es muss von oben gewollt werden, es muss vom Gesellschafter mitgetragen werden, aber noch viel mehr von der Belegschaft. Und am Ende des Tages muss man die Kundinnen und Kunden überzeugen, dieses System zu unterstützen. Wir haben lange daran gearbeitet, ich glaube fast 1,5 Jahre, intern, aber auch mit Door-to-Door genau das hinzubekommen. Für uns war das ein innovativer Prozess, manchmal schwieriger, im Inneren umzusetzen, weil Startups sind eher klein, sie sind sehr wendig, sie sind schnell, sie fokussieren sich auf das Ziel. Und wir als Verkehrsunternehmen haben erstmal ein Organigramm mit Regelwerken, gehört alles dazu, muss sein ab einer gewissen Größe, aber es verlangsamt dann schon mal den einen oder anderen Prozess und es braucht viel Kraft und auch Anstrengung, um das umzusetzen. Ich kann zumindest für mich sagen,
dass wir mit unserem Teil ganz viel daraus gelernt haben bei der ersten Kooperation mit Door-to-Door. Wir machen sie noch an anderer Stelle mit anderen Startups, aber sie haben uns ein Stück weit beflügelt, sie haben uns neue Sichtweisen zu Prozessen gegeben, die uns helfen, mit Startups gewisse Produkte, Prozesse und auch Verfahren zu beschleunigen und letztlich auch auf den Kunden eingehen zu können. Das heißt, die Zusammenarbeit mit Startups erfordert Mut, Willen und Wollen. Und in dem Sinne freue ich mich, dass wir heute 6 Startups hier haben, die uns kurz ihr Produkt vorstellen, wir das dann auswählen und bewerten dürfen und freue mich mit Ihnen auf die Vorstellung durch die Vertreterinnen und Vertreter der Startups und bedanke mich für die Eröffnung und wünsche uns einen schönen Abend. Ja, wirklich, ganz lieben Dank für die eröffnenden Worte. Wir sehen auch in NRW, auch im Ruhrgebiet, auch in Städten und Kommunen, die von Haushaltssperren betroffen sind und den Problemen, die wir im Moment uns gegenüberstellen, auch dort können wir auch innovativ unterwegs sein. Und insofern ist das ja prima, dass wir heute in dem Rahmen hier zusammenkommen können zum Startup Pitch. Wir haben im Rahmen dieses Pitches einen etwas längeren Vorlauf insgesamt gehabt, uns in den letzten Monaten mit einer Jury zusammengesetzt, mit Vertretern aus den Verkehrsunternehmen, Verbünden und Ministerium für Verkehr. Der Fokus war dabei, Schlüsselpersonen zu finden, Personen, die also mit der Branche was verbinden können und die Produkte, die Startups in die Welt bringen, für sich bewerten können, sind das für uns Impulse, die wir von außen in unsere Mobilitätswelt reinlassen wollen, um uns selber weiterzuentwickeln. Dafür war die Jury da, denn die Impulse kommen vor allem auch von außen. Von innen sicher auch, also um hier zu sagen, die Verkehrsbranche ist sicher auch innovativ unterwegs, wenn wir unser landesweites Projekt zum E-Tarif oder das dafür notwendige GIVO-NRW-System anschauen, dann können wir schon sagen, als Branche stolz, wir sind innovativ, aber die Impulse müssen auch von außen kommen, damit wir weiter gut vorankommen. Und insofern ist es schön, dass wir heute aus dem Prozess, aus dem Auswahlprozess der Jury, von den vielen Bewerbungen, die eingegangen sind, also 6 Startups ausgewählt haben, die sich heute hier präsentieren dürfen. Erstmal an die Startups herzlichen Dank, dass Sie hergekommen sind zu unserer Veranstaltung hier und die Chance nutzen möchten. Allein, dass Sie hier sind, also als die 6 Startups, ist gewissermaßen auch irgendwo schon eine Prämierung, denn Sie sind diejenigen, die irgendwie ausgewählt wurden, um heute mit hier zu sein. Dafür herzlichen Dank. Wie geht das Ganze vonstatten? Wir haben uns überlegt vom Format her, dass wir jeden Startup insgesamt 10 Minuten einräumen. 10 Minuten, in denen sich das Startup präsentieren kann. Allem voran steht ein Video, ein Präsentationsvideo, in dem das Startup einmal präsentiert wird. Das war Teil dieses Pitches, in dem also sozusagen als Goodie für die 6 Finalisten die Erstellung eines professionellen Videos mitgegeben wurde. Das sehen wir zuerst, gefolgt danach eben von einem Pitch von 4 Minuten und anschließend eine Fragerunde aus dem Publikum. So haben Sie die Möglichkeit als Startups, sich hier der Mobilitätslandschaft zu präsentieren und um das auch nochmal einzuordnen, Sie finden hier, auch wenn Sie vielleicht den einen oder anderen noch gar nicht kennengelernt haben, finden Sie hier Schlüsselpersonen in der Mobilitätsbranche in NRW. Das heißt, Geschäftsführer von Verbünden, von Unternehmen, Schlüsselpersonen in Ministerien, die wir auch hier heute dabei haben. Das heißt, wenn Sie sich heute hier präsentieren, ist der Mehrwert für Sie groß. Sie haben hier nur Multiplikatoren im Raum. Nach erfolgtem Pitch hat sich jeder der Anwesenden, die hier mitvoten dürfen, für das Voting haben Sie am Eingang so eine Broschüre bekommen. Ob Sie mitvoten dürfen, erkennen Sie, indem Sie einen Barcode bekommen haben. Und dafür hatten Sie sich vorher im Vorfeld registriert. Die anderen Teilnehmer hier sind Zuschauer heute. Und um an diesem Voting teilzunehmen, machen Sie sich also ein Bild während der Pitches. Und im Nachgang
Nehmen Sie also dieses Leaflet zur Hand, scannen mit dem Handy den Code mit der Kamerafunktion, erhalten dort einen Link zu einem Voting-Tool und haben insgesamt 4 Stimmen. Jede Stimme ist dabei, hat dabei einen Gegenwert von 25 Euro und das entspricht also in Summe den 100 Euro, die Sie für die Veranstaltung zur Registrierung auch bezahlt haben. Das heißt, Sie bringen das Bargeld sozusagen an den Mann, an die Startups, die sich darum bemühen, in den Pitches heute hier das bestmögliche Bild abzugeben. Zeitgleich über den Wert, den die Startups im Rahmen des Votings bekommen, wählen wir auch sozusagen die Rangfolge aus. Wer ist aus Sicht des Publikums heute der Gewinner, das beste Startup? Und das sehen wir eben daran, wer den größten Wert zugeschrieben bekommt. Und dieser Wert ist tatsächlich auch reell. Das heißt also, am Ende des Pitches bekommen Sie das Geld ausgezahlt. Was war für die Startups noch drin? Wir haben hier Vertreter auch aus der Finanzbranche. Die NRW-Bank ist heute dabei. Das heißt, wir bieten den Startups an, im Nachgang eine Beratung zur Finanzierung durchzuführen. Wir haben auch Business Angels vertreten, das heißt Beratung zu Geschäftsmodellen. Sie hatten alle eine Urkunde, dass sie dabei waren. Und auch im Nachgang der Pitches, wenn wir sozusagen in die Prämierung gehen, die durch Frau Ministerin Brandes durchgeführt wird, nehmen Sie also an der Prämierung entsprechend teil. Und das Video, das heute hier erstmalig gezeigt wird, ist sozusagen auch Ihr Mitnehmsel, denn nichts ist wichtiger als die Kommunikation nach außen. Das heißt, Sie müssen sich ja sozusagen der Branche stellen und Ihr Produkt entsprechend bewerben, und wir hoffen, dass hier mit freundlicher Unterstützung der DVG diese Videos den richtigen Weg finden, um Sie als Startups auch weiter voranzubringen. Ja, vielleicht sei auch noch gesagt, wenn Sie nachher ans Voting gehen, nachdem die Startups gepitcht haben, den Code bitte nur einmal verwenden. Das heißt also, Ihre 4 Bewertungspunkte, die Sie abgeben können, jedes im Gegenwert von 25 Euro, darf also in Summe nur 4-mal sein. Sie können auch einem Startup 2 Punkte geben, glaube ich. Ne? Oder 3 oder 4, wenn Sie also ein Startup besonders gut fanden. Ja? Und dann soll es das auch gewesen sein, bitte nicht mehr danach nochmal voten oder so. Gut, in dem Sinne wollen wir knackig vorangehen und den Startups die Bühne geben, denn um die geht es ja heute. Und insofern würde ich gerne als erstes Startup die Bühne eröffnen für Billiard. Schönen guten Abend zusammen. Ich weiß nicht, wie genau das läuft. Jetzt kommt zuerst das Video, ne? Ja, wunderbar. Wir lösen mit Billiard ein essentielles Problem des ÖPNVs, und zwar werden die Tickets durch die steuerfreien Zuschüsse erheblich reduziert. Durch die flexible Lösung von Billiard mit den steuerfreien Zuschüssen motivieren wir auch Mitarbeiter, die nicht täglich unterwegs sind, auch mal den ÖPNV zu nutzen für Fahrten, die ab und zu stattfinden. Es ist super einfach, nur ein Belegfoto machen, hochladen, fertig, mehr ist nicht zu tun. Mein Mitgründer Georg und ich, wir haben bereits vor Billiard jeweils ein Unternehmen gegründet. Dort hatten wir uns immer wieder die Frage gestellt, was können wir Gutes für unsere Mitarbeiter tun, um die ans Unternehmen zu binden und uns attraktiv gegenüber Bewerber eben aufstellen. Und Geld ist heutzutage nicht mehr alles, damit kann man nicht mehr hervorstechen. Und Benefits zählen wirklich zum entscheidenden Baustein für die Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterattraktivität. Und steuerbefreite Benefits, die sind häufig sehr, sehr schwer und kompliziert zu nutzen. Und genau dort setzen wir mit Billiard an. Und wir haben uns dabei auf Benefits fokussiert, die möglichst ein positives, emotionales Erlebnis liefern, von jedem Mitarbeiter angenommen werden können und idealerweise sogar noch kostenneutral fürs Unternehmen ausgespielt werden können. Und Mobilität und Verpflegung zählt nochmal dazu, denn schließlich muss jeder von uns fahren und essen. Das heißt, wir machen die Unternehmen glücklich, die Mitarbeiter, der ÖPNV wird stärker genutzt und zuletzt wird es uns die Umwelt danken. Ja, jetzt dürfte normalerweise die Präsentation gleich starten. Ich weiß gar nicht, wie kann ich das dann weiterklicken? Kriege ich dort einen Klicker? Ja,
herzlichen Dank. Schönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Werner Stapf und ich freue mich total, hier heute sprechen zu dürfen. Insbesondere, da ich seit jetzt über anderthalb Jahren zum ersten Mal wieder live vor wirklich echtem Publikum sprechen darf. Und das ist schon eine große Auszeichnung. Herzlichen Dank dafür. Und ich hoffe, dass ich Sie jetzt gleich vom Billard weiter begeistern kann. Klimaschutz geht uns alle etwas an. Gerade in Zeiten des Klimawandels ist es für uns alle extrem wichtig, auf nachhaltige Mobilität zu setzen. Der ÖPNV zählt dabei zur nachhaltigen Mobilität, um den CO2-Ausstoß zu senken. Bei der Wahl des Verkehrsmittels spielen aber auch immer die Kosten und die Flexibilität eine entscheidende Rolle. Der Gesetzgeber hat zur Förderung des ÖPNVs die steuerfreie Erstattung von Ticketkosten ins Leben gerufen. Häufig sind aber solche staatlichen Förderungen sehr aufwendig und kompliziert zu nutzen. Dazu kommt auch noch, dass Mitarbeiter und Unternehmen ganz flexible Lösungen erfordern und möglichst keinen Aufwand damit haben wollen. Stellt sich natürlich die große Frage, wie geht sowas? Ganz einfach. Wir haben mit Billiard eine App entwickelt, mit der die staatlichen Förderungen für den ÖPNV sehr einfach genutzt werden können. Ist auch extrem flexibel einsetzbar. Das heißt, es können jede Art von Tickets, ob es jetzt Einzelfahrscheine sind, Wochenfahrkarten, Monatstickets, alles, was der ÖPNV zu bieten hat, können über die Billiard-App hochgeladen werden. Es muss nur ein Screenshot von dem Handy-Ticket oder ein Foto von dem analogen Ticket gemacht werden und eingespielt werden. Mithilfe von künstlicher Intelligenz analysieren wir das Ticket und ermitteln den darauf entfallenden steuerfreien Zuschuss. Dieser wird einmal im Monat über die Gehaltsabrechnung an die Mitarbeiter ausbezahlt. Vollautomatisch funktioniert das durch einen einfachen Dateiimport. Mehr ist nicht zu tun. Das heißt, durch diese einfache, flexible Lösung haben die Unternehmen und die Mitarbeiter überhaupt gar keinen Aufwand. Sie sind voll flexibel, da jede Art von Tickets verwendet werden können, von jedem Verkehrsverbund, und durch die staatlichen Förderungen werden die Ticketpreise drastisch reduziert. Last but not least sparen auch Unternehmen bei steuerfreien Zuschüssen nur Nebenkosten. Und die decken sogar unsere Gebühren. Wir haben Unternehmen, von kleinen Unternehmen bis zu Mittelständlern, bis zu Konzernen, eine ganze Bandbreite aus jeder Branche. Wir sind mit Billiard mehrfach ausgezeichnet worden und von einer großen Wirtschafts- und Steuerprüfungskanzlei geprüft und zertifiziert. Daher möchte ich Sie jetzt gerne dazu einladen, Billiard einfach mal zu testen. Es war wirklich noch nie einfacher, die steuerfreien Zuschüsse zu nutzen, damit die Tickets drastisch zu senken, die Ticketpreise drastisch zu senken und damit eben auch Mitarbeiter zu motivieren, die vielleicht nicht jeden Tag unterwegs sind und den ÖPNV ab und zu mal nutzen. Das heißt, ein perfekter, nachhaltiger Mitarbeiterbenefit, der nicht nur die Mitarbeiter glücklich macht, sondern auch die Unternehmen, schlussendlich der ÖPNV mehr genutzt wird und die Umwelt wird es uns danken. In jedem Fall danke ich schon mal für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich Ihr Interesse am Billard wecken konnte. Freue mich sehr auf die Fragen und auf anregende Gespräche, auch nach den Pitches, und wünsche schon mal einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Wie vereinbart, würden wir jetzt gern einmal in eine Fragerunde gehen. Das heißt, gerne Fragen an Billiard. Ich würde dann, entweder Sie sind ganz laut und rufen es, oder ich komme sonst mit dem Mikrofon gerne zu Ihnen. Das kriegen wir hin. Also gerne Fragen an Billiard. Dann probieren wir es laut. Ich hoffe, man hört es im Stream. Ja, zwei Fragen. Zur ersten Frage, also Verkehrsvertriebe oder Verkehrsverbünde,
die verkaufen einfach die Tickets. Also mit denen haben wir eine direkte Geschäftsverbindung gar nicht, sondern unsere Kunden sind die Unternehmen. Und die Unternehmen, die schließen mit uns einen Vertrag ab, sodass alle Mitarbeiter vom Unternehmen die Möglichkeit haben, über die Billard-App eben Tickets einzureichen. Und da können jede Art von Tickets eingereicht werden, die entsprechend eben ausgestellt oder gekauft wurden. Abgerechnet wird das Ganze über die Gehaltsabrechnung, wie ich gesagt hatte. Zur zweiten Frage, White-Label-Lösung, das ist möglich. Also das heißt, unser System ist eine Web-App, die man in andere Landschaften auch integrieren kann. Wir haben da einige Ideen, gerade in der Zusammenarbeit eben mit Verkehrsbetrieben. Also ich hatte vorher gesagt, natürlich kann man Belege analoger Art fotografieren und digitale über einen Screenshot einspielen. Digitale kann man aber auch anders einspielen, nicht nur über einen Screenshot. Und da fängt zum Beispiel Automatisierung an, was natürlich die Attraktivität für ein ganzes Thema natürlich deutlich steigern kann. Und das Ganze kann sich natürlich auch wunderbar in ein anderes Angebot schön integrieren lassen. Also an der Stelle will ich gerne das Gespräch vertiefen, gerne auch im Nachgang. Also wir sind für alle Möglichkeiten offen und daher freuen wir uns, dass wir heute auch da sein können. Weil ich glaube, wir haben hiermit eine ganz interessante Möglichkeit eben geschaffen. Sie hatten es vorher gesagt, alle Verkehrsbetriebe haben, glaube ich, sehr bluten müssen durch eben die Reduzierung der Fahrten. Ne? Es wurden weniger eben genutzt. Viele Mitarbeiter, die vielleicht irgendwo noch ein Monatsticket hatten, sind bestimmt auch viele gekündigt worden, nutzen es jetzt nicht mehr. Veränderte Arbeitsweisen haben natürlich auch zur Folge, dass vielleicht Monatstickets nicht mehr so interessant sind. Da wehren sich natürlich Unternehmen und sagen, um Gottes Willen, wie soll ich das alles organisieren? Geht gar nicht. Und da haben wir, glaube ich, eine ganz interessante Lösung, indem man den Mitarbeitern alle Möglichkeiten offen stellt. Und je mehr Automatisierung gerade eben in Verbindung mit den Verkehrsbetrieben man reinbringen kann, umso attraktiver ist es natürlich eben für den Einzelnen und insbesondere für die Unternehmen, das dann einsetzen zu können. Weitere Fragen? Hier gerade keiner, sonst würde ich mal loslegen. Wir sind ja das Kompetenzcenter Digitalisierung NRW. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem Thema die Digitalisierung im öffentlichen Verkehr, in Digitalisierung der Mobilität und vernetzte Mobilität. Eines unserer Themen klassischerweise ist das elektronische Fahrgeldmanagement. Und wenn ich jetzt so die Bildchen sehe, dann sehe ich Barcodes. Wir wissen, auch da geht die Entwicklung immer weiter voran. Im Moment so unser Stichwort Mobile Plus Barcode, also das Neueste vom Neuesten, salopp gesagt. Wie stelle ich denn sicher, dass das, was bei Ihnen hochgeladen wird, dass das wirklich echte Tickets sind? Also klar, wir müssen uns darauf verlassen, dass letztendlich der Einzelne eben auch dieses Ticket erworben hat. Wenn Tickets hochgeladen werden, überprüfen wir auch, ob es diese Tickets schon gibt. Also das heißt, ob jemand anders zum Beispiel die Tickets hochgeladen hat. Man kann ja sowas auch ganz leicht weiterleiten. Ja, und der Kollege oder die Kollegin lädt das dann dort hoch. Das überprüft unser System, sodass also Duplikate ausgeschlossen werden. Das ist Punkt 1. Punkt 2, wir überprüfen auch gerade bei Laufzeittickets, also die über eine gewisse Zeit gehen, ob es Überschneidungen gibt, also mit anderen Laufzeittickets. Weil damit ist es nicht mehr plausibel, dass der Einzelne eben dieses Ticket entsprechend auch benutzt hat. Genauso wird letztendlich auch überprüft, dass es diese einmalig gibt, also sprich eben von der ID, die entsprechend abgedruckt ist. Wenn jemand vorsätzlich ein Ticket fälscht, so nenne ich das jetzt, und hochlädt, dann können wir das nicht überprüfen. Der Einzelne, der letztendlich ein Ticket einreicht, bestätigt aber, dass er dieses Ticket schlussendlich eben auch selbst genutzt hat. Das heißt, an der Stelle sprechen wir vom Vorsatz, vom vorsätzlichen Betrug. Da geht es sogar in die Urkundenfälschung, meiner Auffassung nach, dass ich letztendlich Tickets oder Dokumente vorsätzlich eben fälsche und damit mir Vorteile erschleiche. Weitere Fragen noch? Sonst würde ich noch eine anhängen. Sie sagen also, die eigentliche Zielgruppe sind Unternehmen, die also ihren Mitarbeitern Mobilität, öffentliche Mobilität ans Herz legen. Das ist eine schöne Sache, das finden wir, glaube ich, hier im Raum alle gut. Wo würden Sie denn, Sie haben jetzt hier viele Geschäftsführer aus Verkehrsunternehmen und aus Verbünden da, wo würden Sie da Ihr Produkt aufhängen? Also würden Sie sagen, lass uns in Kooperation gehen, das können wir
in einem Gesamtpaket als Verbund oder als Unternehmen in den entsprechenden, in den Städten, in den Kommunen auch wiederum anderen Unternehmen anbieten? Wie offen ist da Ihr Produkt oder wie gut lässt sich das sozusagen in andere Strukturen einbinden? Genau, also das ist sicherlich ein erstrebenswerter Ansatz, den wir natürlich auch verfolgen. Also zu sagen, man kann hier, glaube ich, ein sehr interessantes Produkt eben gemeinsam eben auch liefern, wo man den Unternehmen andienen kann, wo man sagt, okay, man hat hier eine ganz flexible Lösung für die Mitarbeiter, damit eben alle motiviert werden, den ÖPNV zu nutzen, wann auch immer es eben angebracht ist, also sie nicht in ein starres Korsett zu zwingen und eben zu sagen, okay, also alles hat seinen Preis, also auch eine ÖPNV-Fahrt kostet Geld, das ist völlig unumstritten, aber es gibt wunderbare Instrumente, der Gesetzgeber möchte ja eben den nachhaltigen Verkehr wie eben auch den ÖPNV fördern, also lass uns doch hier diese Subventionen entsprechend nutzen. Und hier ist eine einfache Lösung, weil viele Unternehmen, die sagen, um Gottes Willen, das mache ich nicht, was kommt denn noch alles auf mich zu, da habe ich gar keine Ressourcen dafür, wie soll ich das alles letztendlich abbilden? Und daher werden solche Förderungsinstrumente häufig sehr schleppend nur genutzt oder sehr vereinzelt genutzt. Und da setzen wir mit dem Produkt an, es vollautomatisiert für die Unternehmen zu machen, damit sie es einfach ausgeben können, ohne sich Gedanken zu machen, hier muss ich noch jemanden abstellen, der das alles bearbeitet oder umsetzt. Und an der Stelle, glaube ich, kann man eine gute Kooperation auch mit den Verkehrsbetrieben eben machen, wo man zum Beispiel eben ansetzen kann, wie kriegt man letztendlich also diese Tickets idealerweise vollautomatisiert, zusammengeführt, also in die Applikation eben, um zu sagen, es muss sich gar niemand mehr darum kümmern, ne? Wir machen für euch die staatlichen Subventionen hier mit rein, das kriegt ihr letztendlich als Kickback wieder zurück, bis hin zu einer Idee zu sagen, okay, wenn eben auch viel gefahren wird, viel genutzt wird von einem bestimmten Verkehrsverbund oder von verschiedenen, das wissen wir ganz genau, wir lesen das ja alles aus, wir wissen genau, welche Verkehrsverbünde werden benutzt, dann könnte man vielleicht auch über so ein Kickback-Modell eben nachdenken, zu sagen, okay, das Unternehmen oder der einzelne Mitarbeiter, der ist viel gefahren, den belohne ich im Nachhinein, weil er viel gefahren ist, nicht im Vorhinein, indem ich ein Ticket extrem diskontiere, sondern im Nachhinein. Und das kann man in unterschiedlichster Art und Weise tun, indem man sagt, dann gibt es letztendlich die Belohnung in Form von zum Beispiel den Gutschein, könnte ich mir vorstellen, für eben neue Tickets, also dass man gar nicht mit Geld agiert, sondern tatsächlich den Anreiz wiederum in die weitere Nutzung eben ansteckt. Also das sind einige Ideen, die es hier an der Stelle von unserer Seite aus gibt und ich hoffe, dass wir da Gespräche führen können, wie man das auch in die Welt des öffentlichen Nahverkehrs, in die Strukturen auch mit möglichst überschaubaren Aufwand, das ist ja immer das, was immer ganz entscheidend ist. Sie hatten es vorher schon gesagt, manchmal hat man viele Ideen, Töpfe sind aber leer. Also folglich muss man immer schauen, dass man das eben möglichst einfach eben zusammenbekommen kann. Danke. Sehr zeugend. Darüber hinaus auch ein Datenschatz. Wir sind in der Mobilitätsbranche durchaus interessiert daran, auch mit den Daten, die Fahrgäste sozusagen im öffentlichen Verkehr produzieren, indem sie reisen, auch weiter zu verwerten. Ich denke, auch das wäre möglicherweise irgendwann noch ein Ansatzpunkt, wo man durchaus in die Weiterentwicklung gehen könnte. Ansonsten habe ich das Gefühl, ich kann bei Ihnen möglicherweise meine Steuererklärung auf den Tisch legen. Zumindest, glaube ich, haben Sie genug Expertise im steuerlichen Umfeld, wovon ich jetzt mal ausgehe. Ja, also wir fokussieren uns genau auf die Dinge, die es letztendlich hier anbetrifft. Mobilität an der Stelle, also persönliche Steuererklärungen übernehmen wir nicht. Wir sind kein Steuerberater, keine Steuerberaterkanzlei, aber hier in diesen Themen, da kennen wir uns sehr gut aus und wir machen es letztendlich für alle ganz einfach, so sagen wir ganz salopp, Steuersparen ohne Steuererklärung, so muss man eigentlich sagen, das übernehmen wir hier an der Stelle, um das eben sehr einfach zu machen. Okay, ganz herzlichen Dank. Das war unser erster Pitch sozusagen. Wir würden gleich fliegend übergeben an das Startup Cityscaper und freuen uns auch hier, dass wir das Video kennenlernen und dann Ihren Pitch und auch gern danach eine Fragerunde. Dankeschön. Thank you.
Unser Startup Cityscaper macht Augmented Reality Visualisierung und das auch insbesondere im Mobilitätsbereich. Wir kriegen oft von Städten Querschnitte und zeigen dann die verschiedenen Versionen direkt vor Ort in 3D auf. Und so verstehen alle den Prozess einfach besser. Sowohl Verwaltung als auch die Bürgerschaft, als auch die Politik, und alle haben das gleiche Verständnis für die Zukunft der Straße. Wir sind mit der Frage gestartet, wie man Augmented Reality aus dem Spieleraum rein in den Praxisraum bringen kann. Und dafür haben wir ganz schön viel Technologie entwickelt, um eben 1:1 die Zukunft quasi, zukünftige Bauvorhaben vor Ort einzublenden und das auch exakt lokalisiert. Das ist quasi auf der technischen Seite die Innovation. Auf der praktischen Seite die Innovation ist eigentlich, dass wir Bürgerbeteiligung halt komplett neu denken. Es ist ein neues Format, wir nehmen Bürger interaktiv mit und setzen eben auch darauf, dass Bürger selbst auch was machen können, selber mal rumspielen können, Querschnitte verändern können. Ganz konkret funktioniert das Ganze so, dass wir auf eine Stadt zugehen, dann bekommen wir von der Stadt einen Auftrag und mit dem Auftrag oft Querschnitte. Ganz normal aus AutoCAD sind so Querschnitte und den Rest machen wir komplett. Wir holen uns eine Umgebungsmodellierung und dann bauen wir die Straßen automatisiert da rein. Und dann kann man sich das eben anschauen und vor allem auch zeigen, wie lebenswert die Straßen sind mit den neuen Bäumen und dass es vielleicht auch mal eine gute Idee ist, ruhenden Verkehr aus der Stadt rauszuholen. Vielleicht kennen Sie die Überforderung, wenn Sie vor so einer Lego-Kiste stehen und Sie genau einen Teil suchen. Und ich kenne die zumindest noch aus meiner Jugend, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen so aussieht. Und so ähnlich geht es eigentlich Beteiligten oft bei Bauvorhaben, wenn sie so einen Bauplan vor sich liegen haben und dann eben nachvollziehen wollen, hey, was passiert hier überhaupt? Um das Problem zu lösen, haben wir eine Augmented Reality App entwickelt. Inzwischen ist das auch eine ganze Kommunikationsplattform. Hier ist so ein altes Parkhaus in Aachen, der eine oder andere kennt das vielleicht auch, aus der Büche. Soll abgerissen werden und da haben wir einfach mal Showcase-Architektur aus dem Internet reingestellt. Man holt das Handy oder Tablet raus und kann einfach in die Zukunft schauen. Man kann sich drumherum bewegen, man kann tatsächlich auch durchlaufen und eben aus der eigenen Perspektive so eine Baumaßnahme komplett nachvollziehen und verstehen. Ich habe jetzt verschiedene Praxisbeispiele, Bausteine mitgebracht, wie man das dann einsetzt in der Beteiligung. Zum einen hier mal so ein bisschen visionär Gedanken aufzumachen, hey, was kann ich überhaupt mit Straßenraum, mit Verkehrsraum machen? Hier so ein grüner Canyon von einem Landschaftsarchitekturbüro, den wir in Gelsenkirchen mal visualisiert haben, um eben gerade am Anfang vom Prozess auch die Menschen dazu zu befähigen, weiterzudenken als nur in einem realitätsnahen Raum. Der zweite Baustein in so einer Beteiligung ist bei uns der Co-Creator. Hier kann man gemeinsam mit den Menschen vor Ort eben mal gestalten. Da kann man eine Mobilstation, wenn wir Menschen in einer Mobilstation zum Beispiel hinplatzieren, sehen, hey, welche Teile brauchen wie viel Raum. Wie sieht es ja aus, wenn ich hier noch einen Kaffee dazu platziere, welche Sichtachsen brauche ich auch, damit die Beschilderung der Mobilstation funktioniert und das einfach mal vor Ort mit den Menschen tatsächlich zu planen. Und als dritter Baustein, das ist so eine Art Variantenvergleich, da macht ein professioneller Planer oder eine professionelle Planerin eben Varianten und man kann dann vor Ort in der aufsuchenden Beteiligung die NutzerInnen des Raums eben tatsächlich dazu befragen, was haltet ihr von diesen Varianten? Das ist jetzt hier so eine autofreundliche Variante, eine fahrradfreundliche Variante, das ist so eine Mischvariante und am Ende steht man da vor Ort, kann da sehr schnell durchwechseln, eben auch hier durchgehen und sehr niederschwellig und auf Augenhöhe gemeinsam über so ein Vorhaben, über so ein Projekt diskutieren. Längerfristig wollen wir das weiter ausbauen, dass man eben auch gemeinsam solche Querschnitte gestalten kann. Das heißt, hier jetzt zum Beispiel könnte man unterschiedliche Elemente aus so einem Straßenquerschnitt da reinlegen, die Breite der einzelnen Elemente verändern und dann eben darüber diskutieren, was hat das für Auswirkungen. Da ist unser erster Gedanke, mal eine CO2-Analyse zu machen. Was hat die Maßnahme für einen CO2-Abdruck? Es geht aber auch zum Beispiel darum, Versickerungen bei Starkregenereignissen zu betrachten und dann eben so auch den Menschen mitzuteilen, warum bestimmte Querschnitte vielleicht auch nicht gehen, weil wir eine bestimmte Straßenbreite brauchen oder, wenn ich jetzt hier im Mobilitätsbereich denke, auch zum Beispiel bei einer Straßenbahn, weil bestimmte Spurbreiten einzuhalten sind oder bestimmte Radien. Genau. Unsere Meinung ist, wir müssen bei allen Prozessen alle mit einbeziehen, damit Stadtgestaltung eben gelingen kann, damit wir
den Mobilitätswandel auch schnell in die Städte bringen können, damit Bauprojekte, auch gerade größere Bauvorhaben, eben erfolgreich sein können. Und ja, das ist das Team, was hinter mir steht. Und wenn Sie ein Projekt haben, ob das jetzt ein Seilbahnbau ist, ein Straßenbahnbau, ob Sie eine Straße umgestalten wollen oder eben eine Mobilstation planen, dann freue ich mich jetzt auf Ihre Fragen. So, wer will zuerst? Grundsätzlich arbeiten wir mit verschiedenen Beteiligungs- und Kommunikationsbüros zusammen. Also das haben wir outgesourced, weil wir auch sagen, das ist nicht unsere Hauptexpertise. Viele Städte haben auch Expertinnen intern oder auch Sie vielleicht als Verkehrsbetriebe haben PlanerInnen, die auch wissen, wie man sowas moderiert. Und wir sehen unsere Expertise da eben dann die Prozesse, wenn man sie neu denkt mit AR, dann eben auch neu umzusetzen und da eben die Impulse zu geben. Und da haben wir jetzt auch einige Projekte durchgeführt und haben auch gesehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also zum Beispiel ganz frei zu sagen, hier habt ihr einen Platz und gestaltet den mal, funktioniert nicht. Das funktioniert mit Kindern gut, aber mit Erwachsenen zum Beispiel überhaupt nicht. Gleichzeitig funktioniert zum Beispiel so ein Variantenvergleich, gerade auch bei Planungen, sehr, sehr gut, um das auch mal gegenüberzustellen und da echtes Feedback zu bekommen. Und da muss man einfach von Fall zu Fall auch schauen und da machen wir auch die Beratung mit. Weitere Fragen? Sonst würde ich noch mal kurz ansetzen, wenn ich darf. Das jetzt, ich hatte verstanden, technologisch so eine CAD-Basis, die ihr benutzt, um zu visualisieren. Und wie sieht es mit anderen Modellen aus? Also beispielsweise jetzt im Verkehrsbereich vielleicht öfters in Anwendung ein Visum-Verkehrsmodell oder sowas, um das entsprechend visualisieren zu können. Wie sind die Effekte, wenn ich gerade im Bereich integrierte Quartiersplanung ein Stück weiterdenken möchte? Mache ich den Linienweg des Busses noch da durch oder gehe ich lieber auf On-Demand in der Fläche, weil es vielleicht ein bisschen kleiner ist und in der Zone 30 nicht der große Bus durchfahren muss oder so? Wie könnt ihr das verwerten, diese Informationen? Ja, das ist wie bei allen Sachen mit Datenkompatibilität immer schwierig. Am liebsten nehmen wir im Moment IFC-Modelle, die wir als Importdatei und arbeiten auf einer anderen Basis bei den Umgebungsmodellen mit CityGML. Letzten Endes ist das aber auch Teil unserer Dienstleistung, eben Modelle, die wir bekommen und Daten, die wir bekommen, für Augmented Reality zu optimieren, weil es auch eben auf Mobilgeräten am Ende gerechnet werden muss. Ich habe da jetzt keinen Hochleistungsrechner daneben stehen, der die Visualisierung live berechnen kann. Und das ist eben auch dann Teil unserer Dienstleistung, um sich darum zu kümmern. Ob das jetzt ein 2D-Querschnitt ist, hatten wir jetzt auch neulich ein Projekt, haben wir einen 2D-Querschnitt bekommen, da stand einfach nur die Maße dran und dann haben wir das extrudiert und dann. Oder ob es eben eine fertige Auto. Schön. Weitere Fragen noch? Uli, gerne. Eine Frage. Was ist das Außen, was Sie gezeigt haben? Wir haben ja gerade auch einen großen Umbau durch die Antriebswende hin, weg vom Diesel hin zur Elektromobilität, die der Werkstattsachen verändern. Würden Sie auch solche internen Sachen dokumentieren? Also könnten Sie quasi auf Basis von so einem CAD-Programm dann mal zeigen, wie Abläufe und grundsätzlich geht das schon. Wir machen auch zum Teil Möbelierung quasi drin. Man braucht dann, muss sich mal überlegen, wo man die 3D-Modelle herbekommt, weil das ist so quasi das, was auch unser Produkt im Moment einzigartig macht, dass wir eben draußen diese Geodaten und Wetterdaten und so weiter verschneiden und da eine Ansicht draus machen. Aber grundsätzlich machen wir auch draußen zum Beispiel klassisch jetzt von, jetzt mache ich hier Werbung für ein anderes Startup, aber Citydecks, ja, klassisch die Citydecks-Sachen da mal reinzustellen, sich anzugucken, hey, wie will ich die anordnen in der Straße, um hier Runenverkehr rauszuholen, das könnte man natürlich auch in der Werkstatt machen, da die verschiedenen Konfigurationen sich einfach mal anschauen, wenn man die Teile eben hat und dann eben den Platzbedarf auch analysieren. Sehr schön. Andere Anwendungsfälle könnte ich mir gut vorstellen. Was hat die Planung, beispielsweise wenn ich auf mehr ÖV und weniger
Fläche für Routenverkehr abstelle, was habe ich dann für Auswirkungen auf CO2-Bilanz, eben durch weniger Flächenversiegelung oder ähnliche Thematiken, Themen, denen wir uns im, auch im öffentlichen Verkehr ja stellen müssen. Ja, dann ganz herzlichen Dank an Sie und nun würde ich an das Unternehmen Lezen Heroes übergeben. Auch für Lezen Heroes wieder. Wir starten gerne mit dem für Sie kreierten Video, dann mit einem Pitch anschließend und eine Fragerunde. Dankeschön. Ja, wir sind ein modernes Dienstleistungsunternehmen, das ausschließlich mit Fahrrädern arbeitet. Also wir sind Fahrradlogistik, Rikscha-Service, wir machen On-Demand, Same-Day, alle möglichen Sachen, die man mit dem Auto sonst macht oder mit dem Bus oder mit dem mit jeglichem verbrennerbetriebenen Fahrzeug versuchen wir digital gestützt, so sehr es geht, auf das Fahrrad rüberzubringen. Also die Stadt hat uns zum Beispiel mit dem Impftaxi beauftragt kurzfristig, um ältere Menschen zur Impfung zu bringen im Februar und war ganz überrascht, dass wir das gesamte Stadtgebiet abdecken. Münster ist ja die siebtgrößte Stadt Deutschlands, vergisst man vielleicht manchmal. Und für uns war das selbstverständlich, weil wenn ich weiß, dass ich eine ältere Dame aus Sprakel abhole am Mittwoch, dann kann ich da auch Pakete hinbringen auf dem Weg. Das Ganze muss nur digital geführt sein. Dann kann ich das mit Volumen machen und dann kann ich alle Verkehre in der Stadt abbilden auf kürzeren, mittleren und längeren Strecken. Und dafür ist Münster auch ein tolles Beispiel, weil wir halt einfach urbanen und ländlichen Raum haben als große Flächenstadt. Wir müssen mit dem Fahrrad natürlich auch Nachteile ausgleichen. Also wir haben natürlich gegebenenfalls auch weniger Kilo, wir haben gegebenenfalls weniger km/h. Das heißt aber, wir müssen immer die beste Strecke fahren, wir dürfen nicht zu viel anfassen. Es muss so schnell und so effizient wie möglich laufen, es muss so viel verbunden werden wie möglich. Und das muss digital funktionieren. Deshalb entwickeln wir eigentlich jedes Jahr mit irgendwelchen Partnern in unseren Netzwerken neue Abläufe, die immer digital sein müssen und die dann halt dadurch viel, viel effizienter funktionieren. Also wir haben halt zum Beispiel Patiententransporte digital durchgeführt, wir haben Busersatzverkehr mit den Stadtwerken in Münster ausprobiert und bringen jetzt nochmal eine App an den Start, mit der wir in Echtzeit diese Transporte für Endkunden und für Geschäftskunden und natürlich auch im ÖPNV verbinden. Also Cargo und Menschen, alles auf Fahrrädern, alles in Echtzeit. Das ist für uns so der nächste Schritt, mit dem wir an den Start gehen jetzt wieder. Ja, guten Abend. Wir, Jonathan und Noah, sind Teil der Lezen Heroes und wir möchten Ihnen heute einen Einblick geben in die Lösungen, die wir für die Mobilitäts- und Verkehrswende in Münster seit unserer Gründung miterarbeiten und mit vorantreiben. Ja, viele von Ihnen können wahrscheinlich mit dem Begriff Leze noch nicht so viel anfangen. Das möchte ich Ihnen kurz erklären. Leze ist das Münsteraner Wort für Fahrrad. Das ist für uns, für unsere Firmenidentität natürlich ganz wichtig, weil wir sehen uns als modernes, innovatives Dienstleistungsunternehmen mit dem Schwerpunkt auf Mobilität und möchten eben alle unsere Produkte, alle unsere Angebote mit der E-Leze realisieren. Ja, angefangen haben wir im Jahr 2018 mit einem kleinen Team und einer schlechten Kamera im Bereich Tourismus mit geführten Rikscha-Touren und haben den Bereich Personentransport seitdem deutlich weiterentwickelt. Inzwischen arbeiten wir erfolgreich nicht nur mit der Stadtverwaltung, sondern auch mit den Stadtwerken und dem Uniklinikum Münster zusammen. Für letztere machen wir seit mehreren Jahren den Patiententransport auf dem Klinikcampus. Von der Stadt Münster sind wir Anfang des Jahres beauftragt worden, das sogenannte Impftaxi durchzuführen. Da haben wir mobilitätseingeschränkte Personen zu ihren Impfterminen mit der Rikscha gefahren. Und mit den Stadtwerken Münster haben wir in diesem Jahr einen ÖPNV-Verkehrsversuch gestartet und durchgeführt, wo wir zwei Buslinien durch einen Rikscha-Shuttle ersetzt haben. Aufgrund von diesen Erfahrungen sind wir aktuell mit den Stadtwerken und auch Door-to-Door im Gespräch, da in Münster weitere Mobilitätsangebote zu schaffen. Um das Ganze mal gerne durch ein paar Bilder zu untermalen, wie Noah gerade sagte, wir haben mit einfachen Rikscha-Transporttouren oder Tourismustouren angefangen, sind dann eben über dieses Rikscha-Shuttle an den ÖPNV herangetreten. Und was uns wichtig ist, worauf wir auch sehr stolz sind, ist, dass wir halt unsere Angebote bei Wind und Wetter durchführen. Wie man oben unschwer erkennen kann, als jetzt im Frühjahr diesen Jahres der Wintereinbruch reinkam, haben wir halt trotzdem oder waren wir trotzdem mit diesen E-Lezen in der Lage, die vor allem wichtigen Krankentransporte zum Beispiel weiterhin durchzuführen, weil das ist ein Service, den wir anbieten, worauf sich unsere Partner verlassen. Und wir haben halt gesagt, okay, wir finden dafür eine Lösung, das Ganze trotzdem durchzuführen.
Ja, im Jahr 2019 kam dann für uns mit dem Cargo-Sektor ein neuer Geschäftsbereich hinzu. Das kam bei uns daher, dass viele Einzelhändler aus Münster auf uns zugekommen sind und uns gefragt haben, hey, könnt ihr nicht mit euren Rikschas, wir waren sehr präsent in der Innenstadt, könnt ihr mit euren Rikschas nicht unsere Pakete an die Kunden bringen? Und dann dachten wir oder haben festgestellt, okay, es gibt in Münster eine große Nachfrage nach nachhaltigen, schnellen und kostengünstigen Lieferangeboten. Und dann haben wir angefangen, uns damit auseinanderzusetzen, eine kleine Fahrzeugflotte erstmal aufgebaut, die wir in den letzten Jahren weiter aufgestockt haben, sodass wir Ende des Jahres unsere Fahrzeugflotte auf über 50 Fahrzeuge bringen werden. Unser Lieferangebot also ist sehr vielfältig, erstreckt sich von Individuallösungen für Unternehmen im Kurierdienstleistungsbereich über Lebensmitteltransporte, klassische Paketlieferungen für den Einzelhandel bis hin zu Medikamententransporten oder auch gekühlten Expresslieferungen von medizinischen Proben an Labore. Und wir haben da viele, viele Erfahrungen sammeln können und nicht nur unsere eigene Erfahrung bestätigt uns das, sondern inzwischen auch die Forschung, dass klar ist, okay, Lieferungen mit dem Lastenrad sind nicht nur deutlich nachhaltiger, sie sind auch kostengünstiger für die Kundinnen und Kunden und auch häufig schneller als die klassische Lieferung mit Verbrennern und Autos. Und wir sind sehr stolz darauf, in Münster unsere Serviceleistungen nicht nur auf der Last Mile anbieten zu können, sondern im gesamten Stadtgebiet. Genau, auch hier wieder ein paar Impressionen dazu. Wie Sie eben im Radio gehört haben, natürlich haben wir mit den Lätzen das Problem, dass wir vielleicht nicht ganz so viele Kilos, nicht ganz so viel Volumen transportieren können wie ein klassischer konventioneller Van. Aber über unsere digital gestützten Hintergrundprogramme sind wir halt in der Lage, das Ganze dann flexibel und schnell umzusetzen. Wenn wir jetzt also eine größere Lieferung anstehen haben, können wir halt über unser Programm das Ganze erkennen und dann zur Not auch einfach mal mehr Fahrer losschicken, die also das Gleiche liefern können wie so ein konventioneller Van. Und bei modernen Problemen, wenn der E-Roller wieder im Weg steht, können wir auch den zur Not noch abholen, dann ist der Gehweg auch wieder frei. Alle unsere Erfahrung, alle unsere Expertise gipfelt jetzt in unserem nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist eine App, die wir jetzt gerade in Entwicklung haben, nennt sich Letze.jetzt, die dann eben hingehen soll und dass wir also nicht mehr unterscheiden müssen zwischen Personentransport und Cargotransport, sondern für uns entscheidet sich dann nur noch zwischen kurzfristigen, jetzt aktuellen Transport und langfristigen Transporten, die wir dann übernehmen können. Das heißt, der Kunde kann über diese App innerhalb von einer Minute eigentlich seinen Auftrag eingeben. Das wird bei uns digital eingespeist, das wird direkt angepasst. Das heißt, wir sehen direkt, in welche Fahrt es für uns am besten passt. Das kann auf das Handy unseres Mitarbeiters übertragen werden, der also nicht mal mehr zur Zentrale zurückkommen muss, sondern er kann direkt weiterfahren, seine Fahrt anpassen. Von all dem kriegt der Kunde nichts mit. Der sieht nur, okay, in 4 Minuten ist mein Fahrer oder meine Fahrerin bei mir und ich kann fahren, beziehungsweise mein Paket wird abgeholt. Und das ist für uns dann der nächste Schritt. Darüber wollen wir halt möglichst in Münster jetzt sehr viele Daten sammeln, also zusätzlich zu den Daten, die wir aktuell schon erreicht haben, um dann natürlich irgendwann aus Münster raus in die weite Welt zu gehen und eben unser Projekt, unser Produkt auch noch in anderen Städten anbieten zu können. Es hat sich also einiges verändert, nicht nur unsere Kameraqualität ist besser geworden im Vergleich zu 2018, sondern eben auch unser Team deutlich größer und wir können jetzt hier, wie Sie sehen, aus der Mitte Münsters tatsächlich das komplette Stadtgebiet abdecken. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank für die Präsentation. Auch hier wieder gerne die Möglichkeit für Fragen an Letzen Heroes. Für die Fragerunde würden wir gerne unseren Geschäftsführer Florian Voss auf die Bühne bitten. So, ich habe schon eine Hand gesehen, gerne. Also wir haben tatsächlich, das sind unsere Mitarbeiter. Wir arbeiten mit, wir stellen Leute ein und die fahren dann für uns. Es ist nicht so, dass wir wie, also ich glaube das größte Beispiel, das man kennt, so ist so ein bisschen Uber, wo das ja alles selbstständige Menschen sind, die dann als Fahrer arbeiten. Das sind unsere Mitarbeiter und das sind, ja, ein bisschen schnulzig gesagt, unsere Heroes. So verkaufen wir das immer und genau, das spannt sich dann über ganz normale Arbeitsverträge über 40 Stunden die Woche bis hin zu Studenten oder Schülerinnen, Studentinnen und Schülerinnen, die halt für uns fahren, bis hin zu Rentner, die ihre Rente aufstocken wollen. Also wir sind da sehr offen für jeden, der irgendwie gerne mit dem Fahrrad ein bisschen in der frischen Luft durch die Gegend fahren will.
gerne weitere Fragen. Robin? Ja, genau, das ist ja unser nächstes Ziel dabei. Also wir haben beim Verkehrsversuch halt relativ schnell gemerkt, dass die digitale Komponente einen riesen Mehrwert für den normalen Buskunden bringt. Weil wir dadurch, also wir haben nicht die ganze Buslinie ersetzen können, sondern wir haben einen Teil ersetzen können. Also die Busse mussten nicht mehr durch eine Straße fahren, die dafür nicht geeignet ist, die ist einfach zu klein. Und dadurch fallen aber natürlich längere Wege an. Und die Idee dabei ist gewesen, wenn wir es digital gestützt machen, können wir mit wenig Aufwand, also wir haben relativ wenig Rikschas im Einsatz gehabt, dafür, dass wir relativ viele Fahrten abbilden konnten. Vor allem, weil wir einen Vergleich hatten, es gab noch einen Shuttle, der drumherum gefahren ist mit dem Bus. Und der steht halt im Stau. Das heißt, in der Zeit, wo der den Weg gefahren ist, sind wir teilweise 4-5 Mal gefahren. Und für den Buskunden hat sich dadurch zwar ein Umstieg ergeben, aber mit der Rikscha haben wir die Möglichkeit, dass dieser Umstieg direkt aus dem Bus erfolgt und der Ausstieg erfolgt bei zum Beispiel dem Arzt. Das heißt also, statt dass er sonst zur Haltestelle fährt und dann noch laufen muss, ist er so zumindest direkt am Ziel. Das heißt, er hat im Prinzip einen höheren Nutzen am Ende davon als vorher. Gleichzeitig aber haben alle, die nicht in dieser Innenstadt aussteigen wollten, was der Großteil der Leute in diesem Bus ist, die Möglichkeit, 6 Minuten schneller am Hauptbahnhof zu sein, dadurch, dass diese kleine Achse entfällt. Natürlich funktioniert das nur durch Anbindung und deshalb sind wir halt mit Door2Door da im Gespräch, die ja in Münster bereits Loop betreiben, um zum Beispiel mit einem Anbieter wie diesem dann auch die Möglichkeit zu schaffen, dass das halt direkt an den Bus oder halt an die App angeschlossen ist, die es in diesem Fall ja sogar schon gibt in Münster, deshalb das der spannendste Weg für uns ist. Luis. Ja, wir haben ja bereits diese mittelfristigen und langfristigen Buchungen, das machen wir ja bereits. Durch diese Komponente jetzt ergibt sich halt noch die zusätzliche Möglichkeit, etwas sofort zu machen, weil wir gemerkt haben, gerade im Cargo-Bereich gibt es da eine große Nachfrage aktuell, aber es ist natürlich schwierig zu sagen, in einer so großen Stadt wie Münster, das kostet den Betrag X. Das wiederum lösen wir über das Modell Festpreis plus Zeit in dem Fall. Wir haben da noch keine feste Größe, aber ich kann mal so einen Vergleich sagen, dass wir zum Beispiel für 4,90 € Same-Day-Delivery in Münster anbieten aktuell. Das heißt also bis 16 Uhr Cut-Off-Time wird es am gleichen Tag zugestellt. Ich denke, dass wir im Schnitt bei einem ähnlichen Preis auch bei den Jetzt-Angeboten rauskommen werden, weil letztendlich das die Möglichkeit ist, wo wir ein hohes Volumen auf die Fahrzeuge dann nochmal kriegen können. Und das ist eigentlich das Ziel. Wichtig ist auch das Poolen, also wir interpretieren ja in gewisser Weise Pooling neu. Wir poolen nicht mehr nur Menschen miteinander, sondern wir poolen vor allem auch Pakete mit den Menschen. Und es gibt das ja auch andersherum, dass man zum Beispiel im Zug Pakete mitnimmt. Das ist auch ein spannendes Thema, mit dem wir auch ein wenig in Kontakt sind aktuell. Aber in dem Fall ist halt das Spannende, dass wir auf dem gleichen Verkehrsmittel mehrere Sachen poolen können und dadurch den Preis insgesamt für jeden einzelnen Teilnehmer senken können. Ganz herzlichen Dank. Ich denke, so für uns in der Verkehrsbranche, so mit der interessanteste Case ist, so das Wegkürzen von Linienverästelungen in den letzten 100 Metern oder letzten Kilometerchen, gerade zur Quartierserschließung. Und dann ist eben das, was Robin Fink vom Verkehrsministerium eben auch sagte, sowas wie, dass wir mit den Daten nativ in unsere Systeme reinkommen, wirklich ein wichtiger Faktor. Aber wenn Sie, wie gesagt, schon mit Anbietern im On-Demand-Bereich im Gespräch sind, dann kommen wir da weiter. Und gerade auch der Impuls mit dem Scheduled Bookings, was im On-Demand immer noch so ein Thema ist, also dass man eine Fahrt für nächste Woche Mittwoch 18 Uhr bucht, ist leider in den meisten Systemen noch nicht realisiert. Insofern wird das, glaube ich, ein fruchtvoller Austausch. Ganz herzlichen Dank. Und nun würde ich bitte das Startup Lines auf die Bühne bitten.
wir bei Lines sind ein digitales Anreizsystem für öffentlichen Nahverkehr und weitere nachhaltige Mobilität, wie zum Beispiel E-Scooter und Sharing-Fahrräder. Und mit Lines wollen wir eben Menschen dafür belohnen, wenn sie sich nachhaltig fortbewegen. Aktuell können wir in ganz Nordrhein-Westfalen Fahrten erfassen und diese dann prämieren. Das bedeutet, wenn du Bahn fährst zum Beispiel, dann kannst du Punkte sammeln und diese Punkte am Ende in Gutscheine und Vergünstigungen bei unseren Partnern einlösen. Man benötigt die Lines App und kann dann innerhalb von wenigen Sekunden eigentlich eine Fahrt erfassen. Wir haben einen Knopf einfach in der App, wo man drauf drückt, dann wird der Standort erfasst und mit unserem Backend gemeinsam dann quasi die Starthaltestelle ermittelt. Und wenn ich dann wieder aussteige, dann drücke ich einfach nochmal den Knopf und unser Backend berechnet dann quasi die Punkte für diese Fahrt, den Fahrtverlauf, und basierend darauf schreiben wir dann Punkte gut. Ich war der Meinung, dass es eigentlich schon eine sehr, sehr gute, nachhaltige Infrastruktur in vielen Städten, vor allem in urbanen Räumen, gibt und es eigentlich unnötig ist, jetzt noch mehr Fahrzeuge zu entwickeln, die dann wieder auf die Straßen kommen. Deswegen haben wir uns überlegt, wie kriegt man es hin, dass man den ÖPNV und nachhaltige Mobilität, die vorhandene Infrastruktur, einfach attraktiver macht. Ja, der Name ist eigentlich dadurch entstanden, dass wir an die Bus- und Bahnlinien gedacht haben. Und dann haben wir das einfach ins Englische übersetzt und mit einem Y gespickt und daraus ist dann Lines geworden. Ja, auch hallo nochmal von unserer Seite. Mein Name ist Sven Hubbes, das ist mein Bruder Tobias Hubbes und wir sind die Gründer von Lines. Ja, mit Lines haben wir das Payback für nachhaltige Mobilität. Sieht aber komisch aus, da fehlt die Schriftart. und Sharing Mobility entwickelt. Das bedeutet, wir möchten besonders den ÖPNV-Menschen prämieren, wenn sie sich nachhaltig fortbewegen. Ja, bereits heute sind wir in NRW komplett nutzbar. Das heißt, ich kann mit der Lines-App Fahrten in ganz NRW erfassen und unser Algorithmus erfasst, validiert und bepunktet meine Fahrt dann dementsprechend ohne das Scannen oder das Hochladen eines Tickets. Genau, und durch diesen Algorithmus können wir, wenn wir die nötigen ÖPNV-Daten bekommen, unsere App in jedem beliebigen Ort, auch außerhalb von NRW, anbieten. Nach dem gleichen Prinzip haben wir auch einen Algorithmus für E-Scooter, E-Mopeds oder Sharing-Fahrräder entwickelt. Da ist es eben auch so, wenn wir die Daten der Anbieter bekommen, können wir das auch in jedem beliebigen Ort anbieten. Ja, noch nachhaltiger als Bus- und Bahnfahren oder vielleicht einen E-Scooter benutzen, ist natürlich einfach das Fahrradfahren mit dem eigenen Fahrrad. Deshalb werden wir ab Quartal 3 im kommenden Jahr auch diese Fahrten mit Punkten belohnen können. Und so können eben unsere Nutzenden nur über unsere App ohne zusätzliche Technik am Fahrrad eben auch da Punkte sammeln. Ja, den Anreiz, nachhaltige Mobilität stärker zu nutzen, den bieten wir eigentlich oder den bringen wir durch zwei Komponenten in unsere App. Zum einen haben wir den Prämien-Shop, da können unsere Nutzenden eben ja, gesammelte Punkte in Gutscheine bei Online- oder lokalen Partnern einlösen. Und die zweite Komponente sind die lokalen Kampagnen. Da läuft gerade bei uns eine in Nordrhein-Westfalen, da pflanzen wir für alle gesammelten Fahrten sozusagen Punkte. Das heißt also, ja, Ende des Jahres gucken wir, wie viele Bäume wurden erfahren und diese werden dann lokal in NRW gepflanzt. Also nochmal kurz zusammengefasst die vier größten Vorteile für Städte oder Unternehmen. Zum einen wird natürlich der Anreiz gesetzt, mehr nachhaltige Mobilität zu nutzen. Vorteil Nummer zwei ist, dass zusätzlich dazu auch der lokale Handel oder die Gastronomie gestärkt werden kann, weil diese eben neue Sichtbarkeit direkt in unserer App erhalten und ihre Angebote platzieren können. Ja, Vorteil Nummer drei ist, dass durch spielerische Elemente das nachhaltige Mobilitätsverhalten noch stärker gepusht werden kann. Das können zum Beispiel Ranglisten oder Levelsysteme innerhalb der App sein. Und der vierte Vorteil ist, speziell für Städte natürlich, dass keine Eigenentwicklung notwendig ist, da wir es bereits fertig entwickelt haben. Ja, wir sind seit circa 2 Wochen jetzt offiziell auf dem Markt. Davor waren wir für 1 Monat in der Testphase. Stand Freitag wurden über 1500 Fahrten gemacht, bis ja, vor 2 Stunden ist es auf 1900 angewachsen, also wurden in den letzten 4 Tagen nochmal 400 extra Fahrten getrackt. 120 Mal haben unsere Nutzenden bereits Punkte in eine Prämie eingelöst und ja, die über 40 Bäume sind jetzt durch die neuen Fahrten auch auf über 65 Bäume angewachsen, die bis zum Jahresende natürlich weiter steigen werden.
Ja, unsere Vision mit Lines ist es, nachhaltige Mobilität wirklich an einem Ort verfügbar zu machen und vor allem den Zugang für alle Menschen zu schaffen. Darüber hinaus möchten wir das lokale Angebot auf eine überregionale Plattform bringen, denn das ist gerade in Ballungsgebieten wie im Ruhrgebiet in NRW eigentlich total wichtig und ist ein totaler Vorteil für alle Akteure und auch für die Nutzerinnen und Nutzer. Darüber hinaus möchten wir mit den Mobilitätsdaten, die wir über die Lines-App erfassen, Städten dabei helfen, die Mobilitätswende einfach sinnvoll und menschenzentriert zu gestalten. Ja, und damit bedanke ich mich oder uns recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Hier ist noch ein kurzes Schaubild. Dort haben wir jetzt mal quasi alle erfassten Fahrten bis jetzt auf einer Karte dargestellt und dann haben wir uns noch ein paar nette Kommentare rausgesucht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir haben jetzt auch mittlerweile fachliche Verstärkung bekommen. Ich darf recht herzlich begrüßen unsere Verkehrsministerin, Frau Ina Brandes. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Fragen, bitte. Frank Niggemeier, Oliver. Erstmal als App gestartet, die an die EndkundInnen geht und da verdienen wir am Anfang erstmal Geld durch die Prämien, weil das halt einfach erstmal der einfachste Weg für uns als Startup war auf Dauer, aber über diese Integration, zum Beispiel haben wir gerade auch einen E-Scooter-Anbieter, mit dem wir das testen, dann entstehen natürlich darüber weitere Einnahmen und durch Kooperation mit Städten und Verkehrsbetrieben. Weitere Fragen? Luis, wenn ich in deine Richtung gucke, fällt mir Vertrieb durch Dritte ein, ich weiß auch nicht. Also tatsächlich, tatsächlich endet sie in Stuttgart, wenn Sie es genau wissen wollen. Wir wissen auch nicht. Also da war eine alte Standortkoordinate noch im Handy gespeichert. Aber das sind eben auch die Probleme, die natürlich auftreten bei so einem Tracking. Dass wenn eine Bahnlinie irgendwo verläuft, haben wir häufig das Problem, dass von den 20 Koordinaten 15 auf irgendeinem Feld am Ende landen. Und das sind natürlich Probleme, die wir beheben, aber das läuft soweit. Also wir benutzen die Schnittstelle vom VRR tatsächlich, darüber kriegen wir die ÖPNV-Daten, also Ach, deswegen hast du gefragt. und das sind natürlich erstmal die Grunddaten, die wir verwenden und dann gucken wir eben basierend auf Zeiten, auf der Strecke und auf den Fahrten, ob das eine gültige Fahrt ist oder nicht. Weitere Fragen? Dem ist nicht so, dann würde ich an unser nächstes Startup übergeben wollen, RepairFix. Also mit RepairFix entwickeln wir unsere Plattform Motum und damit bringen wir Transparenz in den Schadenfall. Sprich, wir digitalisieren die Kommunikation zwischen Fahrer, Werkstatt und Fuhrpark. Also wir haben Fuhrparks, diverse Arten als Kunden bei uns, vor allem aber auch Carsharer, Ride-Hailing-Unternehmen, als auch Unternehmen im öffentlichen Nahverkehr, weil es da natürlich besonders wichtig ist, das Fahrzeug immer auf der Straße zu haben. Man hat viele Fahrerwechsel gerade da kann unsere Software eben helfen, wenn es denn zu einem Service- oder Reparaturfall kommt,
diesen schnell und fachgerecht abzuwickeln. Das klingt erstmal recht trivial, aber es ist eigentlich super wichtig, genau die richtigen Informationen und richtigen Bilder auch vom Schaden zu machen, damit nachher nachgelagerte Parteien in diesem Prozess auch was mit anfangen können. Ja, Beispiel, ich sage dir, hey, mach doch mal bitte ein Foto von deinem Schaden und du gehst vielleicht ganz nah ran und machst ein Foto davon. Das ist super, aber die Werkstatt weiß vielleicht gar nicht, welches Bauteil ist eigentlich beschädigt. Ja? Dann lieferst du deine Fahrgestellnummer nicht mit und so weiter. Und ja, wir sorgen im Prinzip dafür, dass alle Informationen in so einer Qualität bei dem richtigen Ansprechpartner ankommt. Zusätzlich schaffen wir es eben als einzige Softwarelösung am Markt, die Werkstätten da auch mit abzuholen. Das ist ganz wichtig, die mit an Bord zu haben, weil die nachher eigentlich die sind, die eben wirklich nachher die Reparatur abwickeln und die häufig vergessen werden in diesem Prozess. Mein Name ist Fabian, einer der Mitgründer und Geschäftsführer von RepairFix und ich freue mich heute, euch und Ihnen zu zeigen, wie wir mit unserer Plattform Motum Transparenz und Effizienz in die Kommunikation im Schaden- oder Servicefall bringen. Und ja, wie kann man sich das Ganze vorstellen? Ich habe hier mal mitgebracht auf der linken Seite, wie läuft eigentlich heute die Kommunikation im Schaden- oder Servicefall ohne unsere Software? Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Boxenstopp vor einigen Jahren. Ja, also wir haben irgendwie den Fuhrparkleiter, der bekommt die Info von einem Fahrer, ja hier ist eine Beschädigung oder ein Servicefall liegt an, dann muss das irgendwie mit dem Servicepartner, also ja, in den meisten Fällen eben mit der Werkstatt oder dem Autohaus zum Beispiel geklärt werden. Da muss ich da erst manuell hinfahren, ich muss irgendwie das Fahrzeug bewerten lassen, was steht jetzt an, welche Reparaturen kann man durchführen, wann kann der Service durchgeführt werden, dann geht das Ganze wieder zurück und so weiter. Also total viele Kommunikationsschritte. Und mit unserer Software kann man sich das vorstellen wie einen modernen Boxenstopp, ja, weil alle Parteien im Prinzip an so einem Schaden- oder Servicefall beteiligt sind, auf unserer Plattform miteinander kommunizieren, in Echtzeit und digital und ja, dadurch eben das Wichtigste gewährleistet werden kann, was eigentlich in der Branche wichtig ist, das Fahrzeug möglichst schnell wieder auf der Straße zu haben. So, wie läuft das Ganze im Detail ab? Ja, wir haben eigentlich immer ein Dreieck zwischen diesen drei Parteien. Ja, es gibt den Fahrer, den Disponenten, den Fuhrpark, ja, das kann eben ein klassischer Fuhrpark sein, das kann ein Carsharing-Unternehmen, Ride-Hailer sein, öffentlicher Personennahverkehr. Und eben den entsprechenden Servicepartner dahinter. Das kann die eigene Werkstatt sein, die mitgebracht wird, die wir dann digital anschließen. Oder man nutzt unser Servicenetz aus über 500 Werkstätten in Deutschland. Und ja, im Prinzip meldet hier so ein Fahrer einen Schaden, ja, oder einen Servicefall. Das werden im nächsten Step eben Fuhrpark und Werkstatt entsprechend informiert. Die können auch digital über unsere Plattform miteinander kommunizieren. Soll der Schaden jetzt repariert werden, soll er erst später repariert werden, soll der Service jetzt durchgeführt werden, erst später, wenn der Schaden repariert werden soll, was kostet er eigentlich, wie lange ist die Reparaturdauer, bekomme ich Ersatzmobilität in der Zeit, wann kann ich das Fahrzeug vorbeibringen und so weiter. Also es sind alles Dinge, die eben digital abgestimmt werden können. Wenn die Freigabe zum Beispiel vom Fuhrparkleiter vorliegt, das Fahrzeug kann repariert werden, dann kann der Fahrer entsprechend einen Termin ausmachen mit der Werkstatt, wann kann das Fahrzeug vorbeigebracht werden, müssen vielleicht noch Dokumente vorher unterschrieben werden, ja, das kann auch alles über unsere Software abgewickelt werden. Und ja, falls gewünscht, können wir auch noch mit zusätzlichen Services unterstützen, wie zum Beispiel eine Kostenvoranschlagprüfung, Ersatzmobilität, ja, und noch viele weitere Services. Ich habe mal zwei Zitate von bestehenden Kunden von uns mitgebracht. Ein Kunde, Clever Shuttle, Ride-Hailing-Unternehmen, die nutzen unsere Software schon jetzt längere Zeit und haben vor allen Dingen Einsparungen beim administrativen Aufwand, ja, also 2 Stunden pro Schaden- oder Servicefall, die sie weniger investieren müssen. Und das ist nochmal die eigentlich wichtigere Kennzahl, im Schnitt ist das Fahrzeug 3 Tage schneller wieder auf der Straße. Also das ist ja bei denen wirklich der Haupt, diese Downtime von eben Fahrzeugen. Ja, solange das Fahrzeug nicht auf der Straße ist, verdient es kein Geld. Ja, und da kann man sich das im Prinzip schnell durchrechnen, was da 3 Tage ausmachen.
Auf der anderen Seite haben wir eben Werkstätten, die unsere Software nutzen und Autohäuser. Und das im Prinzip genau das Gleiche wieder, ja, also Ersparnisse im Verwaltungsaufwand und auch weniger Standzeiten. Gerade in der heutigen Zeit, Ersatzteile können bestellt werden. Im Moment super lange Lieferzeiten und ja, ich kann den Termin genau dann ausmachen, wenn ich weiß, wenn das Ersatzteil auch da ist und nicht das Auto wird schon vorbeigebracht und ich sehe dann, oh ja, sie können aber erstmal wieder fahren, weil das ist ein Ersatzteil, das ist erst in 6 Wochen verfügbar. Ja, wir haben mittlerweile in über 200 Kunden, ja, bestehend aus klassischen Fuhrparks, New Mobility Anbietern, wie wir sie bei uns nennen, und eben Werkstätten, die unsere Software nutzen. Und ja, im Laufe des Abends oder auch gerne jetzt würde ich mich freuen, ja, erstmal Fragen zu bekommen oder im Nachgang einmal ins Gespräch zu kommen, wenn das für Sie interessant ist. Besten Dank. Dankeschön. Auch hier wieder die Möglichkeit, dass Sie Ihre Fragen stellen. Vielleicht Herr Feller zuerst. Super Frage, weil tatsächlich, also was wir sowieso schon automatisiert machen, ist zum Beispiel, wo wir wissen, okay, das ist ein Fuhrpark von 1000 Fahrzeugen und da gibt es uns die Inspektionstermine, dass das sowieso im Vorfeld schon klar ist, eingespielt wird und läuft. Und auch da, wo es um Telematikdaten geht, sind wir auch schon im Austausch mit eigentlich Datenplattformen, die diese Daten zur Verfügung stellen, zum Beispiel High Mobility, Caruso und so, das sind ja diese klassischen Firmen, die diese Daten zur Verfügung stellen, um eben genau das mit abzubilden. Ja, also dass da eben genau klar wird, okay, die Inspektion ist vielleicht nicht mehr klar, dass die in 2 Jahren stattfindet, sondern wenn ich 90.000 Kilometer im Jahr mache, dann findet die vielleicht schon nach einem Dreivierteljahr statt. Ja, und dass sowas eben automatisch gemeldet wird. Genau, da sind wir schon dran. Und wird dann auch ja, wahrscheinlich so ab Anfang, Mitte nächsten Jahres für die ersten Services schon zur Verfügung stehen. Dann hatte sich Frank Negemeyer-Oliver noch gemeldet. Die können wir auch als quasi ja, dritte Partei oder vierte Partei in dem Fall dann mit einbinden. Da haben wir tatsächlich auch einige Kunden, die sagen, ja, ich habe aber zum Beispiel die Versicherung, die möchte bei uns immer noch mal einen Gutachter anfordern, der ist auch noch mal eine zusätzliche Partei. Also die drei Parteien, die Sie gerade jetzt gesehen haben, das sind so die Klassiker, mit denen wir einfach loslegen. Aber wenn Sie zum Beispiel sagen, naja, ich habe aber die Versicherung, die muss eigentlich nachher den Schaden freigeben, dann können wir die auch noch mit einbinden, das ist kein Problem. Kleine Nachfrage, sind das denn standardisierte REST-APIs, über die ich dann auch Informationen ja. Wir haben auch eine offene Schnittstellen-Doku, kann ich Ihnen auch gerne mal zuschicken. Dankeschön. Ich sehe keine weiteren Handzeichen, dann gerne an das Startup Nummer 6, Tretti. Wir sehen uns als Sharing-Dienstleister, das heißt also ein Dienstleister für vor allem nachhaltiges Sharing, und derzeit haben wir 3 Fahrzeugarten. Das ist einmal das Fahrrad, also Tretti Bike, dann der Tretroller, also Tretti Kick, und das Lastenrad, Tretti Laster. Wir möchten nachhaltige Mobilität attraktiv machen oder auch sexy machen, kann man sagen, und somit eher ein Mobilitätszoo schaffen, dass für jeden etwas dabei ist. Also Tretti ist eigentlich aus einer Passion für muskelbetriebene Fortbewegung entstanden. Also Armin und ich kennen uns seit unserer Kindheit
und wir hatten immer so einen Entdeckergeist und hatten Lust, was Neues auf die Beine zu stellen. Und weil wir einfach so stark für muskelbetriebene Mobilität brennen, ist dann irgendwann diese Idee aufgekommen, das tatsächlich auch ja, zu einer Geschäftsidee umzusetzen. Und die erste Idee waren dann die Tretroller. Und da war die Innovation dann auch dabei, dass die eben nur körperkraftbetrieben sein sollten. Und dann sind irgendwann die Fahrräder und jetzt auch die Lastenräder dazu gekommen. Man kann die Standorte in der App feststellen und per Knopfdruck aufschließen. Und der ganze Buchungsprozess läuft alles voll digital ab, auch die Bezahlung etc. Und die Herausforderung hier ist es eben, muskelbetriebene Fahrzeuge mit der Innovation auszustatten. Und wir haben es geschafft, dass zum Beispiel das Tretti Bike komplett autonom ist. Also wir haben eine Solarplatte vorne im Korb, über die das Schloss geladen wird und somit insgesamt das eine Einheit ist, die keine Aufladung von außen benötigt. Liebe Teilnehmer, liebe Jury, wir sind Tretti, ein nachhaltiges Startup aus Münster. Und wir sind Tretti, ein nachhaltiges Startup aus Münster. Um umweltfreundliche Individualmobilität in den Städten zu fördern, bieten wir unsere muskelbetriebenen Trettis im Rahmen eines Mobility Sharings an. Und das Fahren mit den Trettis ist also nicht nur gut fürs Klima, sondern hält auch den eigenen Körper fit. Das sind Max und Amir. Die beiden haben im August 2019 Tretti gegründet und die Idee, wie ihr gerade schon im Video gesehen habt, entstand aus einer gemeinsamen Leidenschaft, die beiden schon seit Kindesalter teilen. Und zwar ist es die Leidenschaft, die Passion für muskelbetriebene Spezialfahrzeuge aller Art. Die Herausforderungen, die wir mit Tretti in den Blick nehmen, lassen sich auf drei verschiedenen Ebenen unterteilen. Zuallererst die sozialen Schwierigkeiten. Also noch nie waren Menschen einer derartigen Schnelllebigkeit ausgesetzt wie heute. Und durch diese Belastung und zusätzlichen Bewegungsmangel kommt es zu Stress und psychischem Druck. Und 63% aller Menschen in Deutschland behaupten, dass das Leben vor 15 bis 20 Jahren noch nicht so schnelllebig und stressig war wie heute. Die zweite Herausforderung ist die hohe Umweltbelastung durch den Individualverkehr. Im letzten Jahr waren 33%, also ein ganzes Drittel aller CO2-Emissionen in Deutschland, verkehrsbedingt. 2019 waren es noch 5% weniger. Die dritte Herausforderung ist der uneffektive Nahverkehr, also durch Stau, Verspätung im öffentlichen Verkehr und steigenden Platzanspruch in der Stadt kommt es zu einem Verkehrschaos und Platzmangel in Städten. Mit Tretti wurde die Lösung eines nachhaltigen Sharing-Konzepts erschaffen. Ein wichtiger Aspekt, der Tretti ausmacht, ist die Flexibilität. Also Nutzer haben die freie Wahl zwischen drei verschiedenen Fahrzeugtypen und verschiedenen Ticketoptionen. Außerdem sind die Trettis universell, das heißt, sie sind für jede Körpergröße geeignet und im gesamten Stadtbild verteilt. Das heißt, dass sie überall im Free-Floating, also stationslos, verfügbar sind und so ist man auch komplett unabhängig von der Verkehrslage. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist, dass die Trettis komplett emissionsfrei funktionieren, das heißt, durch den Verzicht auf Motorisierung und Akkus ist man ausschließlich mit der eigenen Muskelkraft unterwegs. Außerdem fördert Tretti eine aktive Bewegung, die sich perfekt in den Alltag integrieren lässt. Und hinter Tretti steht auch das Sharing-Konzept. Also wir sind davon überzeugt, dass der Grundgedanke des Sharings, also dass mehrere Personen ein und dasselbe Produkt nutzen können, total fortschrittlich ist, da man eben auf der einen Seite so Platz in der Stadt sparen kann, auch Ressourcen sparen kann, aber auf der anderen Seite der Nutzer auch Fixkosten und Zeit für ein eigenes Fortbewegungsmittel sparen kann. Das Besondere an Tretti ist, dass es den Verleih von drei verschiedenen Fahrzeugtypen vereint und die Aspekte Nachhaltigkeit, Gesundheit und flexible Mobilität in einem Konzept kombiniert. Und besonders unser Tretti Kick, also unser Tretroller, ist die optimale Lösung für Kurzstrecken, da man eben so schneller als zu Fuß, aber auch viel flexibler als mit dem Fahrrad unterwegs ist und gleichzeitig eine umweltbewusstere Alternative zum Auto unterstützt. Verglichen mit dem Auto spart man mit Tretti mehr als 170 Gramm CO2 pro gefahrenen Kilometer und spart dabei noch 30 bis 40 Kilokalorien. Unser Geschäftsmodell ist zweiteilig aufgebaut. Auf der einen Seite bieten wir eben das öffentliche Sharing in Form von Spontanfahrten, aber auch Tages-, Monats- und Jahrestickets an. Mit dem Angebot wollen wir uns vor allem an Einpendler, Tagestouristen und Studenten richten. Auf der anderen Seite bieten wir auch unseren Geschäftskunden aktuell 5 Möglichkeiten an, mit in die nachhaltige Mobilität einzusteigen. Und so können Unternehmen zum Beispiel ein
zu einem gesünderen und nachhaltigeren Arbeitsalltag der Mitarbeitenden beitragen oder auch durch das Branding unserer öffentlichen Flotte eine optimale Sichtbarkeit an den besten Hotspots aktuell in Münster erreichen. Alle Vorgänge bei Tretti sind nachvollziehbar über die Softwarekomponente eines Backend-Dashboards. So lassen sich also alle Fahrten analysieren. So kann man als Unternehmen am besten auf Kundenbedürfnisse reagieren und auch das Tretti-Sharing-Konzept immer weiterentwickeln. Und der Buchungsvorgang des Endnutzers von Tretti läuft über die Tretti-Sharing-App. Und die ist über Bluetooth mit dem Rahmenschloss am Fahrzeug verbunden und so lässt sich der Aufschließvorgang als auch der Rückgabevorgang in wenigen Sekunden durchführen. Die Vision, die wir mit Tretti langfristig verfolgen, ist also eine sichere, flexible und vor allem umweltfreundliche Mobilität für alle zu schaffen und um so Einsatz für den eigenen Körper, für die Gesundheit und Fitness, aber auch für das Klima und unsere Umwelt zu schaffen. Ich bin Marie Krämer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke schön. Mit dem ineffizienten ÖV meinten Sie wahrscheinlich, dass wir, wenn wir ÖV reisen, immer noch CO2 produzieren und dass das noch besser werden kann. Das wird es, wenn es muskelbetrieben ist, aber das nur vorweg. Gerne Fragen. Gerne würde ich zur Fragerunde meinen Kollegen Bass nach da vorne bitten. Also, gerne Fragen. Bitte. Ich habe eine Frage, wie nutzt ihr für die App irgendwie sowas wie Gütermobility oder so oder habt ihr das komplett selber entwickelt? Nee, wir benutzen auch ein White Label dafür. Ja. Nee, gerade sind wir nur am Münster vertrieben, also wir sind im Münsterrandes Unternehmen. Max und Arne sind beide auch aus Münster. Unsere Fahrräder sind auch aus der Region Münster produziert worden, in Altenberge. Und gerade sind wir nur noch mit dem Fokus auf Münster. Vielleicht, dass wir in der Zukunft noch wachsen werden in der Region, aber vorerst nur an Münster. Genau. Ich stelle gerne auch mal eine Frage, was wir immer wieder feststellen, also gerade wenn es um Fahrräderverleih, also Bikesharing in der Fläche geht, ist das Problem des Positioning, gerade bei Free-Floating-Konzepten. Ich sammle also das Fahrrad auf, dort, wo es mir gefällt, am S-Bahnhof oder ähnliches, fahre schön nach Hause, dann steht es vor meinem Haus. Wie geht ihr mit dem Problem um? Also die Endnutzer können das Fahrzeug dann wieder da nehmen, also unser Standort wird jeder 4 Minuten wieder neu generiert und deswegen ist der Standort Lokalisierung ziemlich gut bei unseren Fahrzeugen. Genau. Ich lese mal daraus, also eher was so für Erschließung der Quartiere, Quartiersmobilität. Ich denke auch mal gerade, wenn es so um Muskelkraft geht, dann sind die Strecken ja deutlich kürzer, sodass wir uns also innerhalb von Quartieren bewegen, jetzt eher nicht im ländlichen Raum mit deutlich längeren Wegen möglicherweise. Ja, unsere Geschäftsgebiet ist quasi nur Münster, also das ist nicht so groß außerhalb. Wir wollen auch nicht, also gerade haben wir bis zu 200 Fahrzeuge und damit ist unser Geschäftsgebiet noch nicht so ausgeweitet bis in die städtische oder in die ländliche Linie. Okay, danke. Noch eine Frage? Ansonsten sind wir zeitlich, glaube ich, auch ganz gut dran. Dankeschön an Tretti. Wir haben jetzt 6 Startups kennengelernt mit den Pitches und in den nächsten 25 Minuten sind also Sie, die zum Voting sich angemeldet haben, gefragt, dass Sie entsprechend Ihre Punkte verteilen pro Punkt, den Sie in der App, in dem Voting verteilen. Das ist ein Gegenwert von 25 Euro pro Punkt. Wie ich bereits gesagt habe, Sie können gerne auch auf ein Unternehmen mehrere Punkte verteilen, dann addiert sich der Wert entsprechend. Den Zugang bekommen Sie über den QR-Code, der auf Ihrem Programmheft abgedruckt ist, beziehungsweise die von digital zugeschalteten Personen haben ihn per E-Mail im Vorfeld bekommen, sodass wir in den nächsten 25 Minuten Sie bitten würden, entsprechend zu voten. Danach dürfen wir
auf der Bühne begrüßen unsere Ministerin Frau Brandes, die dann entsprechend die Startups nominieren wird und die Urkunden dazu übergibt, unterstützt durch Herrn Uli Jäger von der VDV-Landesgruppe. Insofern wünsche ich ein gutes Voting und in 25 Minuten treffen wir uns hier wieder. Dankeschön.
dürfte ich einmal darum bitten, ich weiß, Sie sind nach langer Zeit viele zum ersten Mal wieder so richtig schön im Gespräch, aber wir müssen, wir haben doch keine Zeit. Das Voting hat stattgefunden und an der Stelle würde ich gerne an unsere Verkehrsministerin Frau Brandes übergeben und danach gehen wir in die Verteilung der Urkunden. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend auch von mir nochmal. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Herzlichen Dank an den VDV, an die IHK und an alle anderen Anwesenden, die das heute Abend möglich gemacht haben und natürlich vor allen Dingen an die Herrschaften und die eine Dame, die gepitcht haben. Das Ministerium hat mir jetzt so 10 Minuten bis Viertelstunde Grundsatzrede zur nordrhein-westfälischen Verkehrspolitik aufgeschrieben. Ich werde Ihnen das ersparen. Was ich aber sagen will, ich bin am Donnerstag 3 Wochen im Amt, also 2,5 Wochen im Amt heute. Und bis heute haben sich meine Termine doch sehr stark innerhalb der konventionellen Verkehrspolitik abgespielt. Also ich habe ein Autobahnkreuz freigegeben und einen Bahnhof eröffnet und eine Kommune zur fahrradfreundlichen Kommune erklärt. Und wir haben einen Gesetzentwurf fürs Fahrradland Nordrhein-Westfalen durchgebracht durch den Landtag. Also es war alles relativ konventionell und heute ist bei mir tatsächlich der Tag der Innovation, worüber ich sehr froh bin, weil ich tatsächlich der festen Überzeugung bin, dass wir die Herausforderungen, vor denen die Mobilität im Ganzen in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland stehen, allein mit den konventionellen Methoden nicht werden bewältigen können. Und wir haben heute sehr schöne Beispiele dafür gesehen, auf was für Ideen man so kommt, wenn man eben nicht innerhalb des vorgefertigten Netzes denkt, dass wir alle sozusagen automatisch im Kopf haben, wenn wir über Mobilitätspolitik nachdenken. Ich habe heute den Nachmittag im schönen Balve verbracht. Wir könnten jetzt eine Umfrage machen, wer weiß, wo Balve ist, aber ich... Sehr gut, wunderbar. Ich werde es nicht ausprobieren, Märkischer Kreis. Das ist so, Sie fahren ans Ende der Welt und dann biegen Sie nochmal rechts ab und dann sind Sie in Balve. Das wissen die da auch selbst. Also ich sage nichts, was da irgendjemandem vor den Kopf stoßen würde. Im Gegenteil. Und in Balve ist es nun also so, wie eben häufig in diesen extrem stark ländlich geprägten Räumen, dass der ÖPNV vor einer großen Herausforderung steht. Also in Teilen gibt es ihn schon gar nicht erst. Aber da, wo es ihn gibt, ist er natürlich teuer. Und eben aufgrund des demografischen Wandels werden die Hürden eben auch immer größer. Sodass man sich dort eben entschieden hat, ein Forschungsprojekt zusammen mit der TU Dortmund aufzusetzen, das das Ministerium auch finanziert, wo es eben darum geht, automatisiertes Fahren für den ÖPNV im ländlichen Raum möglich zu machen. Jetzt geht es erstmal um Datenerfassung, damit wir erstmal wissen, worüber wir überhaupt reden, aber dann gibt es eben im zweiten Schritt auch ein Pilotprojekt für automatisiertes Fahren. Und das war wirklich sehr interessant und hat mir heute wirklich auch nochmal Hoffnung gegeben, in dem Sinne, welche Bandbreite eigentlich Mobilitätspolitik in Nordrhein-Westfalen hat und wie viele gute Ideen schon auf dem Weg sind. Und deswegen war natürlich nach diesem Termin das heute jetzt der krönende Abschluss. Leider habe ich nicht alle 6 Vorstellungen gesehen, sondern nur 4, aber die anderen beiden werde ich mir auch noch anschauen. Und ich hoffe, dass wir uns in irgendeinem anderen Zusammenhang mal wiedersehen, weil ich wirklich alle Vorstellungen heute sehr gut fand. Die Lions-App habe ich mir auch schon runtergeladen. Ich muss ja einmal den Idiotentest machen, wenn ich es kann, dann kann es jeder andere auch und das hat auch geklappt. Und ich freue mich, wenn das weitergeht mit all diesen Projekten und wir noch viel von Ihnen hören. Und jetzt gehen wir zur Ehrung.
Wenn ich aus dem Off noch hinzufügen darf, Lezius haben also mit 30 Stimmen 750 Euro Preisgeld mitgenommen. Dann einmal die Cityscaper, bitte. Und Cityscaper geht mit 25 Stimmen, das heißt 625 Euro nach Hause. Ich komme mir vor wie beim Bingo. Und mit 18 Stimmen geht er mit 450 Euro nach Hause. So. Ja, jetzt müssen Sie gucken, wer zuerst. Also nehmen wir Lions oder Billard? Dann machen wir Lions, ist doch prima. Während das Foto schießt, sind 17 Stimmen mit 425 Euro. So, und jetzt noch Billard. Nee, Billard. Und das ist wieder mal der Beweis, dass die Prozentrechnung richtig funktioniert hat. Lions hat nämlich auch 17 Stimmen. Alles gut, so wunderbar. Also auch 17 Stimmen und 425 Euro. Und mit 9 Stimmen sind das 225 Euro, aber ich füge mal dazu, last but not least. Thank you.